Hier siehst du nun das dritte Video in einer Reihe von Tutorials, das dir dabei helfen soll, die Anwendung von Filmora 9 besser kennenzulernen. Ein spielerisch leicht zu erlernendes Videobearbeitungsprogramm für Creator aller Leistungsstufen. Mit unserem Tutorial kannst du alles Nötige lernen, um deine eigenen Videos mit Filmora 9 herzustellen. In diesem Video gehen wir durch, wie du Medien in dein Projekt importieren kannst. Um zu beginnen, klicken wir auf das Fenster mit der Aufschrift Mediendateien importieren. Hier können wir navigieren und die Medien finden, mit denen wir arbeiten möchten, wenn sich diese irgendwo auf unserem Computer befinden. Ich nehme mir hier ein Archivmaterial, das ich importieren möchte. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Filmora 9 zu importieren. Du kannst auch beispielsweise auf das Dropdown-Menü Importieren gehen, um Medien zu importieren, die sich auf deinem Handy, einer Kamera oder in sozialen Netzwerken befinden. Hier kannst du auch einen ganzen Ordner importieren, falls sich deine ganzen Medien in einem Ordner befinden. Du kannst auch von deinem Computer Medien ins Medienfenster hinzuziehen. Zudem befindet sich in diesem Menü der Instant Cutter. Das ist eine superschnelle Möglichkeit, ein Video, das nicht viel Bearbeitung braucht, schnell zuzuschneiden, damit man es sofort wiedergeben kann. Während das Wiedergeben eines Videos gewöhnlich eine Weile dauert, geht das mit dem Instant Cutter super schnell. Indem wir aus Instant Cutter Tool importieren wählen, öffnen wir den Instant Cutter. Oben links befindet sich nun die Schaltfläche Datei öffnen. Dort können wir zu jedem MP4-Clip auf unserem Computer navigieren und diesen in den Instant Cutter importieren. Wenn wir zum rechten Abschnitt des Fensters gehen, befindet sich dort eine Zeitleiste und ein Display, in denen du dein Filmmaterial sehen kannst. Wenn ich hier den orangenen Playhead nehme, kann ich in meinem Clip navigieren. Wenn du den Anfang oder das Ende deines Videos schneiden möchtest, kannst du das ganz einfach hier auf der Zeitleiste tun, indem du einen der hellgrünen Griffe nimmst und ziehst, um den Clip zu kürzen. Im Abschnitt Verbinden des Instant Cutters kannst du Clips schnell zu einem neuen Video zusammenstellen, indem du ein paar Clips importierst und dann in der Reihenfolge anordnest, in der du die Clips haben möchtest. Der Clip hier oben wird zuerst wiedergegeben und der Clip darunter zum Schluss. Wenn du mit diesem Symbol hier den Clip anklickst und ziehst, kannst du die Reihenfolge wählen, in der deine Clips erscheinen sollen, nachdem sie zusammengefügt wurden. Wenn du unten rechts im Fenster auf die grüne Schaltfläche Exportieren klickst, dann kannst du den ganzen Clip damit exportieren. Du kannst auch zum Öffnen des Ordners das Menü nach Beendigung besuchen oder deinen Clip in Filmora importieren, falls du ihn dann noch weiter bearbeiten möchtest. Dies sind ein paar Möglichkeiten, wie du Medien importieren kannst. Du kannst mit Rechtsklick auf das große graue Feld hier weitere Medien importieren. Ich mache das jetzt mal, damit wir die Clips organisieren können. Ich werde einfach alle meine Clips auswählen und auf Öffnen klicken. Durch das Anklicken der kleinen Quadrate neben der Suchleiste kannst du auswählen, wie du Dateien sortieren oder gruppieren möchtest und wie du die Clips sehen möchtest. Wenn wir auf Ansicht gehen, sehen wir, dass unsere Medien und auch die Informationen für unsere angezeigten Clips neu organisiert sind. Neben diesem Symbol können wir unsere Medienbereiche filtern, damit wir nur das sehen, was wir angezeigt haben wollen. Wenn wir dieses Symbol hier anklicken, können wir einen Ordner erstellen und direkt daneben können wir einen weiteren Ordner löschen. Ordner sind immer eine gute Möglichkeit, deine Medien zu organisieren. Beispielsweise kannst du deine ganzen B-Medien in einem Ordner aufbewahren und deine besten Aufnahmen in einem anderen Ordner. So bleibt immer alles super organisiert. Mit dem Rechtsklick auf den Ordner kannst du dessen Namen auch ändern. Und schon haben wir alles, was du über das Importieren von Medien wissen musst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schau dir auch unsere anderen Tutorials an. Du kannst hier lernen, wie man auf Filmora 9 ein Video von Anfang bis Ende bearbeitet. Tschüss!